Hier in Frankenthal, live on stage, begrüßen wir gemeinsam unseren grauen Panda, das Fräulein Baumann. Was leid. Die ganze Hixversie, die von Frankenthal. Dieselbe Bagage wie jedes Jahr. Lauter gutes Chores, ja. Asi, dass man eine Frau meines Alters zu dieser Stunde noch auf die Bühne schickt. Das Alter ist ja schon beschwerlich. Und es wird immer beschwerlicher. Alt, wenn ich nichts für Feigling. Ich habe gerade vorhin zum Präsidenten dahin gesagt, Herr Präsident, wäre es nicht schön, wenn man bei uns Menschen wie bei den Autos einfach den Motor austauschen könnte. Ja, hat er gesagt, Frau Baumann, ich wäre schon mit einer neuen Stoßstange zufrieden. Ja. Merci. Jetzt werde ich mich fragen, wie alt ich bin. Ne? Also böse Zungen behaupten ja, meine erste urkundliche Erwähnung sei im Grab von Ramses II. Die Lisbeth, meine Freundin, sagt immer, ich wäre die Großmutter vom Hesters. So ein Quatsch, das geht doch gar nicht. Aber wir waren zusammen in der Krabbelgruppe. Ja. Ja. Sie? Ich sag nicht, wie alt ich bin, ich sag bloß so viel. Beim Klassentreffen sind wir bloß, bin ich bloß noch allein. Und Lehrer sind schon lange gar nicht mehr dabei. Also ich wäre ja eigentlich schon früher gekommen. Aber in Frankenthal ist Bombenalarm. Ja. Alle Straßen sind weiträumig abgesperrt. Und man kam nur nach einer strengen Leibesvisitation durch. Sieh, da war so ein junger Mann, der hat mich von oben bis unten abgetascht. So hat mich noch nie im Leben ein Mann berührt. Ich hab mich zweimal angestellt. Ja. Also, und dann hat mich einer verfolgt. Vom Ortsschild bis hinein in die Garderobe. Hab ich schon Angst gehabt. Da hinten hockt er, der Drecksack. Lisbeth, hab ich gesagt, er will was von mir. Das ist bestimmt ein Mädchenhändler. Na, hat sie gesagt, den kenne ich, der ist harmlos, der ist aus Mannheim, der sammelt Antiquität. Ja. Ach, sie? Und dass ich eine Antiquität bin, merke ich schon, wann ich zum Doktor muss. Wie ich noch 20 war, habe ich mich noch ganz ausziehen müssen. Wie ich 40 war, hab ich bloß noch den Oberkörper freimachen müssen. Und heute kann ich bloß noch die Zunge rausstrecken. Ja, sie? Und dafür zahlt man dann 10 Euro Praxisgebühr. Die Lisbeth zahlt ja 20. Ja. Die hat 2 Doktors. In Alte und in Junge. Ja. Zum Alten geht es, wenn sie krank ist, und zum Jungen, wenn er was fehlt. Ah, sie? Selbst beim Zahnarzt muss ich schon 10 Euro bezahlen, obwohl ich bloß noch einen eigenen Zahn habe. Also mein Zahnarzt, der hat einen ganz neumodischen Bohrer. Ja, der dreht sich nicht. Aber der Stuhl macht 3000 Umdrehungen. Sie? Und die Krankenkasse will ja jetzt auch nichts mehr für die dritte Zehe bezahlen. Die arme Lisbeth, die hat ihr Gebiss verloren. Ja. Seit Weihnachten sucht sie es. Weil die ist auch selber die Schuld. Die nimmt das immer zum Weihnachtsgutzel ausstechen. Ne? Ja.
gut, es ist schon der Elferat. Ich habe gedacht, es wäre betreutes Wohnen. Ja. Ah, sieh, die Lisbeth nutzt die Praxis Gebier ja aus. Die geht jeden Freitag zum Doktor. Ja, du gibst die neue Illustrierte. Du gehst sie morgens ganz früh hin, lässt alle anderen vor. Und wenn sie fertig gelesen hat, geht sie wieder heim. Sag mal, kriegst du da keinen Hunger? Na, hat sie gesagt, bei ihrem Doktor gibt's immer Verköstigung. Was hab ich gesagt? Verköstigung? Ja, hat sie gesagt, da gibt's Bouillon. Nicht mehr ganz heiß, aber Bouillon halt. Vorne am Empfang in so kleine weiße Becher. Ja. Sie, wir Alte sind ja mittlerweile in der Mehrheit, nicht? Aber nicht, weil es zu viel Alte gibt, noch die Jungen vermehren sich nicht mehr. Gerade neulich saß ein junger Mann neben mir beim Doktor im Wartezimmer. Hab ich gesagt, was haben denn Sie? Sie sehen doch ganz gesund aus. Und hat er gesagt, er hätte Malaria. Unrum. Bei ihm wäre ein Ei aus Holz und das andere aus Eisen. Ach gut, hab ich gesagt, da können Sie ja keine Kinder kriegen. Doch hat er gesagt, er hat sogar zwei. Der Kleine heißt Pinocchio und der große Terminator. Was, euer Heimleiter, dass ihr da seid? Ach, sieh, wir Alte wissen ja, dass man zu viel singt. Also in Afrika gibt es einen Volksstamm, die packen alle über 80 in ein Boot, fahren so auf eine einsame Insel, wo sie bleiben, bis sie sterben. Das hat ja die Bundesregierung mit Mallorca abprobiert. Nicht? Aber der Leckermann holt uns jeden Samstag wieder ab. Nicht? Ja. Ja, Sie! Und jetzt hat unser Gesundheitsminister noch Sterbegeld gestrichen. Das war ein großer Fehler. Da wird sich manch einer überlegen, ob er noch sterben soll, wenn es kein Geld mehr gibt. Hat die Lisbeth gesagt, das müssen wir mal gucken, wie wir uns mal billig entsorgen lassen. Für uns alte Schachtel gibt es ja keine Dosenpfand mehr. Ne? Ja. Und da sind wir nach Mannheim in die Mumie-Ausstellung. Also die Ausstellung mit den vertrockneten Leuten. Ach, sieh, wie ich das gesehen habe. Mir ist so ganz anders geworden. Mir ist schwindlig geworden. Die Lisbeth hat mich halten müssen. Und gerade, wie sie mich rausführen wollte, ist der Wetter gekommen. Hat er auf die Schulter geklopft und hat gesagt, es ist so schön, dass Ihnen unsere Ausstellung gefällt. Aber die Exponate lassen Sie bitte stehen. Ja. Hat Elisabeth gesagt, sie will nicht einmal so ausgestellt werden. Sie lässt sich mal verbrennen. Ich sage, ja, und die Esch? Ja, hat sie gesagt, in der Uhr will sie nicht. Da kriegt sie Platzangst. Ich sage, nimm doch ein Glas. Du hast doch schon zu Lebzeiten so gern aus dem Fenster geguckt. Ja. Sie hat das schon testamentarisch festgelegt. Die eine Hälfte ihrer Asche wird auf dem Parkplatz vom Aldi verstreut und die andere Hälfte vom Parkplatz vom Lidl. Was habe ich gesagt, beim Aldi und beim Lidl? Aber wie kommst du auf die Idee? Ja, hat sie gesagt, meine Kinder waren schon 30 Jahre nicht mehr auf dem Friedhof. Gehen aber jeden Montag zum Aldi und donnerstags zum Lidl. Ach, sieh,
Die Hermine hat auch in die Feierbestattung euch bezahlt. Ein Leben lang. Jeden Monat vom Mund abgespart. Und was hat's gebracht? Versoffen ist sie. Ja. Ja. Ach, sie? Wir Alten sind schon ein politisches Problem. Ne? Also unser Finanzminister hat uns Alte über 90 jetzt zu Weihnachten Bücher geschenkt. Ja, in der Bundes, bei uns werden immer Bücher geschenkt. Ne? Also meine Mutter hat zur Hochzeit noch die Bibel gekriegt. Die Lisbeth hat zur Hochzeit meinen Kampf gekriegt. Jetzt kriegen wir Alte über 90 wieder Bücher. Hunde wollt ihr ewig leben. Ja. Ach, Sie? Und unser Verkehrsminister Ramsauer hat jetzt ein neues Gesetz erlassen. Wir alle über 90 dürfen ab April bei Rot über die Ampel. Ja. Und ab Mai müssen wir. Ja. Ach, Sie? Und die AOK hat mir jetzt eine Einladung geschickt zum Seniorenturnen. Bungee-Jumping. Ohne Seil. Ach, ja. Ja. Sie? Selbst der Pfarrer hat über die Straße gebrillt, Fräulein Baumann, bald ist Himmelfahrtstag. Hab ich gesagt, ich fahre noch nicht mit. Hat er gesagt, das sind die Richtigen. Beim Himmelfahrtstag der Schwanz ziehe, aber bei Maria Empfängnis in der ersten Reihe. Okay. Ja. Ich höre ja gar nichts mehr. Was ist denn mit meinem Hörgerät? Ach gut, es ist ja gar nicht mein Hörgerät. Das ist schon mein Rheumazäpfchen. Jetzt weiß ich ja, wo ich mein Hörgerät hingesteckt habe. Ja. Ach, Sie? Ach, Sie? Ich sehe ja nicht immer so aus wie heute. Es geht alles von eurer Zeit ab. Ja. Ich sehe ja nicht immer so aus wie heute. Nicht? Also früher habe ich mich ja nur gepudert. Nicht? Heute nehme ich so eine Ausfugmasse, die hat der Fliesenleger bei mir liegen lassen. Ja. Und wie ich gestern Morgen aufgestanden bin, schon um 5 Uhr morgens, war ich im Bad gestanden, barfuß in der Schlappe. Im Nachthemd, die Haare nicht gemacht, kein Zeh in der Gosch. Auf einmal habe ich das Müllauto gehört. Ach Gott, ist mir das der Kopf geschossen. Ich habe ja ganz vergessen, den Müllhammer auszustellen. Ich, so wie ich war, rausgerannt, den Müll war ich hinterher und habe gekriegt, langs doch. Ja, hat er gesagt, springen Sie gerade hinein. Ahoi! Haus, Ruhe bewahre, Schock bekämpfe. Das war unser Fräulein Baumann von der Weinheimer Blüte, Dr. Markus Weber.